Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Und ja, ich habe mir überlegt, da wir eh kaum noch Platz im Inventar haben, lassen wir dieses Dorf ausnahmsweise mal in Ruhe und suchen weiter nach dem Asteroiden. Einen würde ich schon gerne noch mitnehmen, bevor ich wieder heimgehe. Einfach damit wir erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ich weiß nicht, wie wir sonst noch die Erdlust-Squad kriegen würden. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Farm oder so, die man bauen kann. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo ein Video finde. Oh! Okay, unter Wasser sieht es halt krass aus. Also diese fliegende Stadt da oben. Nicht mehr so in Wolken verschwindet. Da geht halt sogar ein Wasser von runter. Oh, eigentlich würde ich schon gern da hoch. Ich habe halt auch keinen Platz mehr. Wenn ich jetzt da hochgehe, dann muss ich so viel Stuff liegen lassen. Na, nee, wir gehen ein andermal da hoch. Ich markiere mir das einfach auf der Karte. Great Waypoint. Und zur fliegenden Stadt. So. Und dann finden wir die Stelle wieder. Oh. Hier ist er. Der letzte unserer Asteroiden. Gut, habe ich Holz dabei? Ja, habe ich sogar. Dann mache ich direkt meine Werkbank und ein paar Türen. So. Ja, das Holz lasse ich erstmal da. Die Werkbank auch. Dann geht es erstmal auf zum Asteroid. Und da ist sogar ein kleiner Leuchtturm. Der ist auch süß. Ja. Ich finde die Gebäude in dem Modpack sind halt auch richtig schön designt. Okay, hier ist sogar Glas. Unten ist einfach Lava. Okay. Lava unter Wasser? Da, wo Lava am liebsten ist. Schön unter Wasser. Naja, ich meine, es gibt ja wirklich Unterwasservulkane. So. Bitte reich aus Luft. Erstmal so eine Luftbubble gemacht. Mal schauen, wo ist der Quark? Da ist er. Unser guter Certus-Quark. Ah, hier ist irgendwo Wasser reingekommen. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber ja, ist in Ordnung. Wir brauchen ja nur den Quarz. Und das Ding nehme ich auch nochmal mit. So. Rucksack. Komm her. Die Sachen wollen gesteckt werden. Die stackbar sind. So. Okay, dann sind wir komplett voll. Und ich würde sagen, wir nutzen dann mal so eine Escape Scroll. Das Problem ist, der nächste Teleportstein, den wir haben, ist der beim Pilzdorf. Und vom Pilzdorf aus kommen wir nicht wirklich heim. Naja, ich würde einfach mal sagen, auf geht's.
Quarks. So. Okay, dann sind wir jetzt beim Pilzdorf. Sehr schön. Und dann, in welche Richtung gehen wir hier? Ja, die Richtung passt schon. Dann laufen wir einfach schnell übers Wasser und dann ab nach Hause. Bornfeld, Meteor, Battle Tower. Ja, in Richtung Mine. Weil die Mine ist genau unter unserem Haus. Ups. Ja, danke, Al. Und dann laufen wir genau auf zu Hause zu. Aber ich würde sagen, dann gibt es hier jetzt auch erstmal einen Cut. Oh, und da wären wir wieder. Ich habe jetzt für die letzten paar Meter auch nochmal so eine Scroll verwendet. Einfach weil, ja, es hat sich dann wieder auf Home umgebindet. Es geht anscheinend immer danach, welcher Stein am nächsten ist. Und da portet man sich dann hin. Deswegen ging das dann nochmal ganz gut. Ja, jetzt heißt es erstmal ausräumen. Also das deckt sich auf jeden Fall. Das haben wir schon. So, das haben wir auch auf jeden Fall. Das hier. Ich probiere einfach mal alles reinzuhauen. Okay. Hat erstaunlicherweise geklappt. So. Dann die Bücher. Die würde ich ja nicht so gerne Truhe machen, weil die sich nicht stacken können. Dann das Ding haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Die Forstwalker-Schuhe mache ich erstmal da rein. Und der Rest müsste sich eigentlich theoretisch sogar stacken können. Außer die Spitzhacke. Ja, die kann ich gleich wieder rausziehen. So. Das haben wir auf jeden Fall, dass wir beiden das. Leckerns mache ich auch mal rein und sonst die Sachen, die kommen halt hier in die Kiste. Dass ich schön stacken kann. So. Dann ist der Backpack auch leer. Aber das Gute ist, wir haben jetzt jede Menge Zertusquart. Oh, ups. Ja gut, das ist in Ordnung. Dann machen wir nochmal die Item-Fell. So. Was hatte gefehlt? Genau, einer davon hatte gefehlt. So. Ups. Da brauchen wir noch den Vierer. So, jetzt haben wir den. Und dann müsste es ja eigentlich gehen. So, ja, ein 4K-Modul. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein weiteres. Komplett leer ist. Und ah, die Zombies. Natürlich. Was ist das für Zauberte? Ja, Smite. Will nämlich nicht unser Haus anzünden. Wo seid ihr? Hallo? Zombies? Wegen dir konnte ich nicht schlafen. Ja?
Ach, da ist noch einer. Ich meine, zumindest haben wir hier wie so eine Art XP-Farm durch die Zombies. Eigentlich könnte ich mir echt so eine kleine Kammer bauen, wo die nicht reinkommen, wo ich einfach durchschlagen kann. So. Na, aber... Ich glaube, da baue ich lieber was Richtiges, anstatt jetzt einfach nur so ein Dirtloch. Ich glaube, das war's auch mit den Zombies, oder? Ja. Dann müsste ich jetzt eigentlich schlafen können. Ja, und es geht sehr gut. Ah, das Zombie-Fleisch haben wir, glaube ich, auch schon im ME-System. So. Kommt der Kabel hier rein und der Dirt da unten. Der Charakter. Das sieht einfach so lustig aus mit diesem Flamingo. Und wo ist denn dieser Schal, dieser Glücksschal? Den würde ich gerne mal anziehen. Hier, der Lucky Scarf. Applies an extra level of fortune to mind blocks. Das heißt, wenn wir jetzt dann mit unserer Glücksspitzhacke abbauen, müsste es so sein, wie wenn man mit Fortune 3 abbaut. Was muss ich dafür ausziehen? Kette? Okay, das bringt irgendwie gefühlt eh nichts. Das habe ich nie verstanden, wie man das genau einsetzt. Aber ja, dann haben wir jetzt den Glücksschal an. Gott, wie... Effects only. Okay, ja, das ist besser. Effects only, nice. Den kann man nicht ausschalten, oder? Only. Ja, aber den Flamingo lasse ich mal an. Der sieht halt so dumm aus, dass es schon wieder lustig ist. Dann mal schauen. Den Set. Ja, den können wir direkt mal putzeln. So. Und hier ist schon mal ein Kopf fertig. Können wir direkt das nächste schon mal reinhauen. Ja, Zuckerboss noch nicht gut wachsen. Ja, der Chunk war halt auch nicht geladen. Wird gesehen. Hier ist ein bisschen was nachgewachsen. Na, bei den Eigengesetzten nicht. Ich glaube, da muss ich echt die Bäume nochmal neu anpflanzen. Aber ist ja auch kein Problem. Ja, da ist unser Dorf. Die Strecke allein, die wir abgesucht haben. Ja, die temporären Punkte, die kann ich mal noch wegmachen. So. Dann müsste ich hier eigentlich noch so einen Wegstein aufstellen. Dann hier drüben zumindest. Dass man da halt wieder rüberkommt. Weil ich bin mir sicher, da wird es noch einige Asteroiden geben, die wir abfahren können. Noch mehr Quarz zu bekommen für noch mehr Festplatten. Um dann noch mehr Platz im Nähsystem zu haben. Es nervt ein bisschen, dass ich hier drüben scrollen muss und nicht einfach hier drin. Ich will die ganze Zeit hier drin scrollen, aber das geht halt nicht. Hm. Hier sind noch ein paar Goldberry Bushes. Ich glaube, die stelle ich auch mal auf.
dann kommt einfach die Schicht hier weg. Und dann haben wir nochmal eine Wand, die ums Eck geht, die wir dann befüllen können. So. Das sind doch mehr, als ich gedacht hätte. Aber es schadet ja nicht. Da kommen gut Goldklumpen raus. Und die haben wir jetzt ja schon ein paar Mal auch zum Craften verwendet. Noch. Musst du nerven. So. Nehme ich die mal mit. Warum? Warum seid ihr so nervig? Es ist Tag. Hört auf vorne. Ich bin noch direkt am Höhleneingang. So. Das braucht noch ein bisschen. Aber hier ist jetzt schon ordentlich Kupfer drin. Sehr schön. Mal schauen. Aus diesem Rotten Flash. Wie mache ich daraus Leder? Mana Infusion. Okay. Hier, chemische Reaktion. Woher kriege ich Ash? Ja. Tough. Ah ja, ich glaube, das hat so die Turtle auch mal gefunden. Das ist irgendwas, was man abbauen kann. Ash und Dark Ash in der Zentrifuge. Okay, das ist halt schon aufwendig, aus Rotten Flash Leder zu machen. Ich weiß noch, es gab für Modpacks, da hat man es einfach nur in den Ofen legen müssen und hatte Leder. Das war nice. Also. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.